Die Rechtspopulisten in Europa wollen nach der EU-Wahl eine gemeinsame Fraktion bilden. Die soll dann ganz besonders groß und stark sein. Sozusagen eine nationale Internationale für Europa. Das ist aber gar nicht so leicht. In der Vergangenheit haben diese Parteien nämlich schon ziemlich viel gestritten. Zum Beispiel über Grenzen. Südtirol ist so ein Fall. Da sagte die österreichische FPÖ von Heinz-Christian Strache, Südtirol sei deutsch und gehöre zu Österreich. Das finden die extremen Rechten in Italien gar nicht lustig. Die sagen nämlich, Südtirol gehöre natürlich zu Italien. Derzeit ist das aber kein Grund, um eine europäische Kooperation zu verhindern. Schließlich sind FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache und Lega-Chef Matteo Salvini so etwas wie Best Friends Forever. Aber es gibt noch andere Grenzen in Europa, die für europäische Rechtspopulisten schwierig sind. Die Grenze rund um Ungarn zum Beispiel. 1920 verlor Ungarn mit dem Friedensvertrag von Trianon 2/3 seines damaligen Territoriums an Österreich, die Tschechoslowakei, Rumänien und das SHS-Königreich, das spätere Jugoslawien. Das war für Ungarn damals ein großer Verlust und eine Wunde, die Fidesz-Chef und Premierminister Viktor Orbán gerne instrumentalisiert. So führte er zum Beispiel einen neuen Feiertag ein. Am 4. Juni gedenken die Ungarn nun dem Unheil, das der Vertrag von Trianon ihnen brachte. Den Nachbarstaaten gefiel das natürlich nicht. Auch damit, dass Orbán den Auslandsungarn die Doppelstaatsbürgerschaft und das Wahlrecht in Ungarn geschenkt hat, machte er sich bei den nationalistischen Politikern jenseits der Grenzen keine Freunde. Richtig wild geht es aber zwischen den Rechtspopulisten in Polen und Deutschland zu. Die polnische Partei Recht und Gerechtigkeit, kurz PiS, ist derzeit die stärkste Partei in Polen. Die PiS fordert, dass Deutschland Polen 1 Billion Euro als Entschädigung zahlen soll, weil die Nazis Polen im Zweiten Weltkrieg verwüstet haben. Die AfD lehnt das natürlich ganz strikt ab. Die deutschen Rechtspopulisten stimmten 2017 auch gegen ein Denkmal für die polnischen Opfer des Nationalsozialismus. Das hat den Polen wiederum nicht gefallen. Aber wird daran eine Internationale der Nationalen scheitern? Nicht unbedingt, denn am Ende wird wohl auch das Geld mitentscheiden. Und die EU-Gelder fließen viel kräftiger, wenn sich die Parteien zu einer eigenen Fraktion zusammenraufen. Auch wenn so manche am liebsten auf die andere Seite der Grenze zu seinem Nachbarn hinüberspucken würde.